Prost, mein Bester. Eloka? Geht's Mikro nicht oder was? Bin ich zu weit Hm? weg? Oh, das ist aber schön kalt. Das ist ja von gestern im Kühlschrank. Dann schmeckt das sogar noch besser als ein Heineken. Pilsbier muss nur ordentlich kühl sein, denn schmeckt es eigentlich immer. So, es ist angerichtet. Reinholzen ist auch dabei. Oh. Oh, Daumen sind oben. Nee, der ist schon 65, der Fearless. Also es geht noch über 60, bis du B bist. Dein Snail, oder oh, ist wieder dabei. Mal sehen, der zieht den Reinholzen ab. Aber der Reinholzen mit sowas, wie wir das jetzt machen, ist er auch nicht so stark. Der hat immer sein Auto und super getuned und super Setup, ne? Dann ist er stark. Das kenne ich aber noch vom Ja. ersten Teil. Manche haben da immer ein Setup gehabt. Ich hab keins gehabt. War mir zu aufwendig für jedes Auto ein Setup zu testen. Dann bist du 2 Sekunden langsamer. Aber das macht nichts. So wie das auf der Nordschleife steht, Freude am Fahren. Der Weg ist das Ziel. Ja, manche, die waren ja so, die wollten immer Erster werden, ne? Und wenn sie das wurden, dann wurden sie richtig arrogant. So vom Reden und so, ne? Das sowas mag ich gar nicht. So eine Protzer. Aber sonst haben sie keine Eier in der Hose. Dann haben sie mich immer beleidigt und irgendwann nach 3 Monaten hatte ich die Schnauze voll. Dann habe ich ihnen gesagt, du kannst am Puff ganz mal auf die Schnauze bekommen, du Affe. Du weißt gar nicht mehr, wen du redest. Da habe ich gesagt, jetzt könnt ihr mich am Arsch lecken, jetzt So. kaufe ich mir einen PC. Und das habe ich nicht bereut, den PC zu kaufen. Ja, lass mich ja nicht von irgendwelchen Idioten da mobben. Der eine hieß Muschi. Ja, ich heiße Cobra. Und die habe ich auch tätowiert. Vom Hell's Angel. Kein Scheiß. So, MP Huracan. Motorsport. Schöne Karre, Alter. Der geht aber gut am Start weg, du. Na? Mal sehen, ob er einen guten Topspeed hat. Oh, handelt sich schon. Na, die Strecke, da bin ich eigentlich aber nicht schlecht. Oh. Na, hier kann man gar nicht überholen. Sollte man bleiben lassen. Boah, das Force Feedback ist gut, ey. Ja, musst du dich festhalten hier. Auf jeden, Alter. Oh, da hat wieder einer Staub aufgewirbelt. Ah, hier ist eine böse Passage. Die muss man gut Boah. treffen, ey. Fast noch vorbeikommen können. Ich hab's probiert, aber nicht geschafft. Dann stecke ich lieber wieder zurück. Warum bremst der hier? Hoch. Ey! Gas, Junge! Da hat er uns aber ordentlich von denen da vorne weggebracht. Der Alkalin hier ist. Der ist auch gar nicht so. Naja. Kann man nicht sagen. Der hat auch schon einen Tee. Viele trinken ja auch und so. 280, 92. Oh, jetzt aber. Oh! Junge, Junge. Der hat jetzt schon wieder einen Fahrfehler gemacht. Ich bin leider nicht vorbeigekommen. Die hole ich mir aber nochmal. Oh!
Ach, der hat hinten die Auspüffe. Eine Hexe. Auspüffe? Auspüffchen. Ich hab ja natürlich eine Schnauze voll von dir hier, du. Ihr macht das schon. Ja. Ich halte hier in der Mitte die Stelle. Ja, ich komm da jetzt, komm ich wieder ran. Das. Wird aber besser. Muss ich aufpassen, nicht zu weit überschreiten. Oh Gott. Ich weiß nicht, wann ich da, wo ich bremsen soll. Da. Die restliche Passage ist okay. Was machst du denn hier, Junge? Schon wieder macht er den Fehler hier. Na, hier kann man auf der Bremse jemanden überholen, aber das ist gefährlich. Da habe ich mich schön verbremst jetzt. Aber der Wagen gefällt mir ganz gut. Handelt es sich. Hat ein weiches Fahrwerk. Mist. Rausbeschleunigen ist er besser. Das schaffe ich nicht. Er macht immer nur in einer Kurve, macht einen Fehler, sonst fährt er auch nicht gerade langsam. Ist hier auf der Bremse. Ah, Junge. Ist nicht schlecht. Aber hier bin ich immer sehr gut. Hier habe ich immer eine sehr gute Linie. Aber hier kann man nicht überholen. Das ist das Problem. Jetzt macht er wahrscheinlich hier wieder gleich den Fehler. Ja, hier. Junge, Junge. Naja, und dann fährt er innen, dass ich nicht vorbeikomme. Ich kann nur... Wir auf der Geraden. Na, da ist er aber jetzt wieder zu weit weg. Da könnte ich ihn auf der Bremse holen, aber Windschatten bringt ein bisschen, aber nicht viel. Aber warte ab, Junge. Das hier auch mal ein bisschen was. Ja, jetzt habe ich einen Fehler reingetrieben. Ey! Oh Mann! Und er mich auch. Oh nee, ne? Ja, weil er wieder auf die Strecke. Er ist wieder auf die Strecke raufgekommen. Normalerweise hätte ich außen schön vorbeiziehen können, aber ich wollte keinen Unfall riskieren. Da bin ich ins Dreck, muss ich in Dreck. Zweimal ist ihm das da schon passiert. Jetzt ist er zu weit weg. Ja, das ist immer das. Oh! Jetzt habe ich mich komplett weggedreht. Ach, Junge, Alter. Naja gut, was soll man machen? Das war eigentlich meine Chance. Ich habe ihn in den Fehler reingetrieben, weil ich weiß, wie das geht. Man muss immer
sehr spät auf der Bremse und dann muss er auch spät bremsen und dann hat er sich verbremst. So, dann habe ich ihn den Fehler gehabt, aber er ist gleich wieder auf die Strecke rauf und dann war für mich da kein Platz mehr vorbeizukommen. Ja. Leider. Und das ist schon zweimal da passiert. Ja, und in der Kurve, wo es nachher bergunter geht, da kann man nicht überholen, wenn er innen bleibt. Das geht nicht. Wir fahren gleich mal Nordschleife, jetzt habe ich die Schnauze voll. Aber die komplette, gell? Ja, auf jeden, Alter. Erstmal Grand Prix und dann auf die Nordschleife. Da sortiert sich das Feld. Erstmal aufhören. Auf dem Grand Prix-Kurs sortiert sich das Feld und dann geht es auf die Nordschleife. Das ist immer der Vorteil. Da haben sie viel Bremse jetzt. Aber ich muss vorher natürlich erstmal auf Toilette. Das erste Bier muss ich loswerden. Aber es ist so geil, mit Lenkrad zu fahren. Also, das macht richtig Laune. Hui. Ja, ist schon ein guter Wagen. Hat auch nur 6 Gänge. Ja. Boah! Ja gut, das kann... Ja, aber den fängst du nicht mehr. Aber ich habe bestimmt eine gute... Ja, was heißt eine gute Rundenzeit? Die kann ja nicht schneller sein als seine. Weil ich konnte ihn ja nicht überholen. Dann fahre ich ja genauso schnell wie er. Ja. Oh, ist ja so. Ja, außer der hatte Vorsprung in einer Runde und du bist wieder rangekommen in der nächsten Runde. Dann hast du natürlich bessere Zeit. Dann schon, ja. Nö, identisch. Ja, okay. Krieg langsam mal noch. Ich gehe mal auf Toilette, ja? Ja. So, Strecke. Na komm. So, Nürburgring. So. Ich hoffe nicht, dass das wieder abbricht und ich flieg da raus. Netzwerkmäßig, weißt du? Bist noch da, Iloka? Ich bin noch da. BMW kommt jetzt, das passt ja perfekt. Freude am Fahren. M6. Genau. Einmal einen schönen Lack. Und ich glaube, der ist geil, der Wagen. Was haben wir hier? Boah. Und die Lackierung. Ich nehme die. So, da 4 Runden nehmen wir natürlich nicht. Doch schade, ich habe mich schon gefreut. Nee, aber 2 können wir machen. Also das muss sein. Eine ist zu wenig. Wenn da einer einen Fahrfehler hat, kann ich das alles wieder aufholen. Aber nicht sofort loslegen. Jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Ein Zigarettchen. Ja, die Menschen haben heutzutage immer so wenig Zeit und sind nur in Stress und zack, zack und schnell, schnell. Und schnell, schnell hat sie totgelaufen. In der Ruhe liegt die Kraft. Es kommt aber auch von dem Lebenswandel. Wer ist da denn? Das ist ein Asiate. Mhm.
So, ist der Lüfter wieder aus vom Lenkrad. Dein Lenkrad hat auch einen Lüfter, ne? Ja. So. Hau ich mir noch ein paar. Ach, der Reinholzen ist ja die ganze Zeit schon mit dabei. Der Fierles, der ist schon lange dabei. Der Tscheche. Tschechen haben auch ein gutes Bier. Wie heißt das denn jetzt noch? Budweiser. Das schmeckt auch astrein. Ja, Budweiser, tschechisches Bier. Ja, hatten sie bei Netto, bloß hier bei uns im Ort, bei Netto, da kaufen immer die ganzen Assis ein, dann ist da noch eine Dönerbude. Aber Budweiser gab es auch bei GTA 5, ne? Nicht auch Werbung? Budweiser? Bei GTA 5, das Bier, in dem Spiel, Das kann sein, ja. hieß das nicht auch Budweiser? So, Junge, jetzt muss, Junge, Junge, jetzt muss ich sehen, nicht dass das Netzwerk, ich hatte das jetzt schon zweimal auf der Nordschleife, dass ich rausgeflogen bin. Ich hoffe, das kann ein Bug sein. Ich hoffe, dass das jetzt die zwei Runden läuft. Weil hier werde ich nicht Letzter. Aber am Start werde ich erstmal Letzter. Und dann schaue ich mir das an. Ja. Ja. Ach, der eine, der flitzt da wieder voraus. Der überrundet uns dann noch. Ja, die erste Kurve ist sowieso tricky. Erstmal rechts und dann gleich wieder links. So. Ist angerichtet. Ich glaube, der M6, der fährt sich Nochmal gut. checken. Ja. Passt. Fahrhilfen und alles passt. Nur ABS. Ja. Habe ich jetzt immer noch 57. Da muss ich noch was tun. So, geile Karre, Alter. Passt so wie ein Bentley. Ein bisschen weggenehmes Gas. Da schließt er so lange durch. Was du denn? Never mind the start, it's time to make up the positions. Ja, die Alkaline oder so, die drehen sich dann bestimmt weg. Ja, willst du stacheln hier oder nehmen wir? Ja. Aber ich bleib mal außen, ich hab's drin rein. Hört sich gut, der Wagen. Ja? Ich habe wenig Fast wie der FPS. andere. Wenig FPS habe ich. Oh, da kommt gleich noch einer. Ich hoffe, dass das läuft. Nur 37 FPS. Ja, das geht noch. Ja, aber das ist immer ein nicht schlechtes Zeichen. Ich hoffe, dass das durchgeht. Ich muss konzentrieren. Hey! Hey! Wer war das Ja, denn das ist der hier? Fearless. Wie ist der Fearless. denn drauf? Also nicht Hat bei einfach mir auch hier. gemacht. So. Das ist egal. Das Rennen ist lang. Da ist immer ein Fahrfehler drin. Für andere Leute. Aber es fährt sich nicht gut mit ohne 60 FPS. Der schaltet, wie der reinballert, Alter. Platz.
Na, hier sind wir gut rangekommen. Hallo? Oh, das passt. Hey, da geht ein Gas. Fängt es an, dass sich die Streu von Weizen gleich trennt. Ja, so langsam. Wagen fährt sich aber super. Ja. Oh, bist aber schlecht durchgekommen. Bis weit raus, ja. Deutlich schneller. Ja, fahr mal vorbei. Ja. Das heißt deutlich, aber... Mal, mal sehen. Erste Mutkurve. Ja, viel zu weit runtergebremst. Ja, ich musste zwei Gänge runterschalten. Zweite Mutkurve. Ah, komme ich deutlich ran. Ja, ab ins Karussell. Hey. So, schon die schwierige Passage der Nordschleife. Das ist anspruchsvoll. Man hat schon ein paar Fehler. Noch ein paar Fehler. Mist, Heck bleibt da. Ja, wir haben noch eine ganze Runde. Immer ein bisschen defensiver fahren. Ja, mach ich ja. Weil ich komme an dem hier vorne sowieso nicht vorbei. Eiskurve. So, erster Pflanzgarten. Zweiter Pflanzgarten. Hier Schwung mitnehmen. Jawohl! Bleib halt da hinten. Jetzt habe ich den Tempel vorbei. Wunderbar. Kleines Karussell.
Das wird gleich rausgegangen. Ist er gleich rausgegangen. Ja, oder er hat einen Netzwerkfehler. Nee, der hat einen Fahrfehler gehabt und geht dann raus. Der ist auch noch ein Stück hinter mir her, kurz. Was der für einen Topspeed hat, der BMW, der gefällt mir mittlerweile sehr gut. Oben rechts in Nürburg. Der 7 Gänge? Nee. Du bist hinter mir, ne? Ja. Ja, im Windschatten, oder? Ja. Ich kann man aber nicht überholen. Ich hab schon gebremst. Hat zu lange gedauert in den Schatten. Ja, hier habe ich immer FPS-Schwankungen, aber das ist nur auf der Nordschleife. Naja, ich habe 57 Bilder. Aber ich zeichne ja noch auf und er rendert das Video im Hintergrund. Das kostet immer so 10 FPS. Hey! Perles geht auch raus. Der war doch vor uns. Ja, den holen wir noch, weil der ist nicht viel stärker. Ich bin ja die ganze Zeit, musste ich ja hinterherfahren. Ist nicht so weit weg da vorne. FPS ist miserabel. Im Autorennen brauchst du eigentlich immer 60 FPS, das ist optimal. Sonst hast du immer kleine Ruckler. Bei anderen Spielen ist das nicht so wichtig. Also auf der PS3, da hatte man sowieso bei Gran Turismo 5 manchmal unter 30 FPS. Also 60 hat sie nie geschafft. PS3. Aber egal. Ah, miserabel hier, du. Da ich einen dritten. Also hier wird das mit den FPS immer ein bisschen besser. Hört sich gut. Hier lässt es raus. Alkaline. Warum ist er denn jetzt raus? Egal, soll mich nicht interessieren. Noch kein Fahrfehler. Besser als der Bentley. Und so von der Form her, von der Karosserie sieht er fast genauso aus. Sehr langen Radstand. Das ist halt ein M6. Ja. Noch ziemlich neu auf dem Markt in der GT3-Klasse. Die da vorne geben sich das richtig. Dein Snail. Das ist ja auch ein guter Fahrer. Oh, bin zufrieden mit dem Wagen. Wenn er auf der Nordschleife gut ist, dann ist er eigentlich überall gut. Die hat alles zu bieten. Das ist eine Teststrecke auch für Porsche. Auch für Mitsubishi Lancer und
Subaru Impreza. Die Japaner fahren auch auf der Nordschleife ihre Autos testen. Ist ja auch klar. Nur du kannst ja gut mithalten. Ja, ich schwitze schon. Oh! Ah, ein Fahrfehler gehabt. Weil ich da vorne nicht rankomme. So weit sind die gar nicht weg, aber das schaffe ich nicht mehr. Wir werden mit 3 oder 4 Runden fahren müssen. Oh. Ah, das wird alles Vollgas hier. Muss man nur die Kurven gut treffen. Na, spät in 6. Gang schalten. Hier ist wie alles berghoch. Die ganze Passage hier. Oh, 190. Na gut, das geht normalerweise schneller. Die rechte treffe ich meistens besser. Oh, 210. Erstmal kann ich hier auf der Nordschleife ein Rennen zu Ende fahren. Du schreist nicht. Das ist jetzt Absturz. Das schau, das nee, sieht nicht so aus. Vor allem jetzt habe ich auch wieder 60 FPS. Das hatte ich nur meistens auf dem GP-Kurs. Da hatte ich schlechte FPS. Warum weiß ich auch nicht. Fahrfehler. Wird rausgetrieben. Huckel, ey, wenn du dann die Eisen gehst. Ja. Oh, hier kommt ja fast überall mit Vollgas durch. Ja, guter Wagen in dieser Klasse. Hat ja auch mehr PIR Leistungsindex als alle anderen, die wir jetzt gefahren sind. Ja. Die werden ja immer stärker. Na gut. Du kommst aber auf der Nordschleife mittlerweile schon gut zurecht. Das kommt, weil du ohne Fahrhilfe mehr fährst. Weil sonst lernt man das nicht. Wenn man ohne die Fahrhilfe. Linie und so, ja. Ja, das lernt man sonst nicht. So, das waren 2 Runden. Oh ja, momentan 7 Minuten 40, 8 Minuten 43. Ja, das ist wie der Ferrari F50 GT von Forza. So schnell bin ich ungefähr wie mit dem Ferrari F50 GT. Den gibt's auch hier bei Projekt Cars. Diesen Ferrari mit dem mit dieser Drehzahl. Schon ganz schön schnell. Ach, der hat die Scheinwerfer an. Der hat gelbe Scheinwerfer. Ja. Extra angemacht gehabt. Mhm. Siehste? Oh, was war das? Ja, okay. 15 Sekunden Rückstand ist nicht so viel. Das sind 2 Runden Nordschleife. Das sind über 60 Kilometer knapp.
8,25, 8,20. Der erste ist nur 1,829 gefahren. Ich habe die schnellste Runde, nee, die zweitschnellste Runde gefahren. Ja. Der erste war langsamer als ich. Weil, wenn du vorausfährst, wir mussten ja so den hinterherfahren. Erst den Akali. Und wo war der Reinholzen? Ist bestimmt rausgeflogen. Ja, ich weiß nicht. Jetzt noch, nee, jetzt nicht nochmal Nordschleife. Manche wollen ja immer die Strecke fahren, aber überleg mir mal was. Zakito, na, die mag ich nicht. Wir können noch mal Silverstone. Ja, Einstellungen. Wir können noch mal Silverstone. Was Silverstone? Ja, die Strecke ist gut, aber der Wagen war scheiße. Der Jaguar mit Allrad, der war nicht gut. Ach, jetzt kommt noch ein Ferrari. Ja, wieso? Wieder 488, aber ein GT3. Was war denn der andere? Auch ein 488 Challenge. Und 2017. Und von wo ist der? 2016, aber dafür ein richtiger GT3 Ferrari. Und den lasse ich natürlich in Rot. Der wird sehr gut sein. Jetzt kommen sehr gute Autos. Ja gut, meine... Moment. Ja, meine lieben Freunde, wir machen hier einen Break, weil ich möchte noch einen Deutschen den Slide eine Freundesanfrage schicken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Alles klar. Bye, bye.